Viele Leute werden wegen Krisen und Unruhe entwurzelt. In den 70er Jahren tobt in Kambodscha ein brutaler Bürgerkrieg. Zu dieser Zeit ist eine Schweizer Krankenschwester vom Roten Kreuz in der Hauptstadt Phnom Penh. Am Morgen findet sie ein Bündel auf den Stegen zum Spital. Es ist die kleine Sopal. Das sind die ersten Fotos von mir als Baby in Kambodscha. Der erste Fußabdruck. So kleine Füße hatte ich. Da war ich etwa 3 Monate alt, wo man mich gefunden hat. Am Boden, in Tücher gewickelt, krank, am Verhungern, brüllend auf der Straße in Phnom Penh. Und eine Schweizer Krankenschwester hat mich dann ins Spital genommen. Auf der Brust des Babys liegt ein Papierzettel. Es ist Pensopal drauf gestanden, plus ein Strassenname. Und man hat versucht, dann die Strasse zu finden in Phnom Penh selber. Aber die Strasse hat dort nicht existiert. Sopals leibliche Eltern werden nicht gefunden. Sie wird gesund gepflegt und im Alter von 9 Monaten in die Schweiz adoptiert. Und am 25. März 1974 bin ich hier in Eglisau in der Schweiz angekommen. Das sind meine Adoptiveltern, Peter und Gerda, haben mich von Anfang an ins Herz geschlossen. Und als ich am Flughafen angekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ist meine Ärmel ausgestreckt zu meinem Vater. Meine Eltern haben mir von Anfang an gesagt, dass ich adoptiert bin, dass ich von einem anderen Land komme. Aber sie haben mir immer gesagt, wir haben dich wollen. Wurzeln geben hat sicher meine Familie. Wir hatten einen sehr starken Familienzusammenhalt. Sie haben mir sehr, sehr gut geschaut, haben mir eigentlich jeden Wunsch auf den Lippen gelesen. Ich hatte immer einen sehr Gerechtigkeitssinn. Das ist, glaube ich, weil ich wirklich ein Kriegskind bin und wollte Geld auf Kambodscha schicken. Meine Mami hat mir von früh auf Bibelgeschichten vorgelesen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und hat mir eigentlich auch so verholfen, dass ich Jesus näher kennenlerne. Ich habe mich früh für Jesus entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht nur Bibelgeschichten, sondern dass ich Prinzipien, die ich in meinem Leben anwenden kann. Trotzdem ist nicht alles einfach für Sopal, als sie ein Teenager ist. Es hat eine Szene mit meiner Mami, wo sie gesagt hat, Sopal macht das oder das. Und hat gesagt, du bist ja gar nicht meine Mami. Du musst mir gar nicht sagen, was ich zu tun habe. Du hast das Recht gar nicht. Und ich habe gemerkt, als Adoptivkind, dass ich oftmals auch einen rebellischen Geist hatte. Sechs Lehrer, Ausbildner, Eltern, Leiter. Am meisten gestört hat mich eigentlich, wenn die Leute mich zum Beispiel auf Hochdeutsch angesprochen haben. Oder dann fragen sie dich, von wo kommst du eigentlich wirklich? Und ich habe immer gesagt, ich bin Schweizerin. Sopal ist 17, als sie ihren Mann Andy kennenlernt. Also ich habe sehr schnell gewusst, dass sie adoptiert worden ist als Baby. Das war auch etwas, was sehr natürlich im ersten Gespräch schon rausgekommen ist. Sonst habe ich nicht viel gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, wo Kambodscha ist oder Asien ist für mich natürlich sehr weit weg gewesen. Über ein Jahr lang sind wir wöchentlich in ein Teehaus gegangen und haben dort uns kennengelernt. Und dort habe ich ihm sein Herz kennengelernt. Und in das habe ich mich eigentlich wirklich verliebt, weil er eine extreme Leidenschaft hat für die Menschen, aber auch für Jesus und für den Glauben. Und das hat mich extrem fasziniert an ihm. Wir haben schon von Anfang an darüber geredet, dass unser Leben, dass es einen Unterschied machen soll für andere Menschen. Und eigentlich habe ich das allererste Mal, als wir uns getroffen haben, gesagt, dass ich Missionarin in Kambodscha sein möchte. Das stimmt. 1994 heiraten die beiden im Alter von 21. Sie gründen eine Familie, haben 2 Kinder und engagieren sich in einer Freikirche in Zürich. Sopal ist Ende 30, als sie eine große Unruhe in sich spürt.
Oftmals habe ich mich einfach getrieben gefühlt. Heimatlos. FOMO, Fear of Missing Out. Ich habe meine ganze Familie von Pontius zu Pilatus geschleppt, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwann ist es noch besser, schöner, toller. Und dann habe ich gemerkt, das hat nichts mit Äußerem zu tun, das hat etwas mit dem Herz zu tun. Und bin dann Rat suchen in die Seelsorge. Dann haben wir die ganze Adoptionsgeschichte miteinander aufgerollt. Und ganz, ganz viele Tränen sind geflossen, weil da ein tiefer Schmerz drin war, weil ich einfach als Baby weggerührt worden bin, wie es braucht das Nasstuch auf dem Boden. Und ich konnte vergeben, meinen lieblichen Eltern, aber auch meinen Adoptionseltern, die vielleicht manchmal auch Informationen auslassen haben. Aber am allerwichtigsten war auch, dass ich mir selber vergeben konnte. Ich konnte wirklich Heilung erleben. Ich habe meine innere Ruhe gefunden. Ich habe eine Identität gefunden, wer ich bin, in Jesus. Das gibt mir tiefe Wurzeln, zum Wissen, dass ich richtig und gewollt bin. Mit 37 reist Zopal mit ihrer Familie erstmals in ihr Herkunftsland Kambodscha. Wir sind ausgestiegen auf die rote Erde. Als ich meinen Fuß auf dieser Piste hatte, habe ich angefangen zu brüllen. Und hatte wirklich ein tiefes Gefühl von, jetzt komme ich heim. Erstens einmal mein mondrundes Gesicht fällt überhaupt nicht auf. Meine flache Nase passt genau dort rein. Und ich war nie mehr der Exot. Ich bin eine Kambodschanerin, ich gehöre zu dem Volk. Ich liebe das Essen, den Reis, die Früchte sind wunderbar, aber auch die Freundlichkeit der Menschen. Das Lächeln. Man sagt, Kambodscha ist das Land der 1000 Lächeln. Bei ihrem Besuch in Kambodscha besucht Zopal auch das Thol Sleng Genozidmuseum in der Hauptstadt Phnom Penh. Die Gedenkstätte erinnert an den grausamen Bürgerkrieg in den 70er Jahren und den Mord an Sopals Volk, den Khmer. Es sind alle Gefangenen fotografiert worden und die haben ausgesehen wie ich. Da hatte ich noch kürzere Haare, Pagenschnitt, schwarze Haare, das Gesicht wirklich wie ich. Die sind dort gefangen geworden und missbraucht worden auf schlimmste Art und Weise und das hat mir einfach das Herz gebrochen. Ich habe mich auch immer gefragt, ist das echt eine Schwester von mir, ein Bruder von mir? Sind das meine Eltern? Das hätte mir zustossen können. Ich habe zwei Gebäude geschafft. Und dann bin ich rausgegangen und ich habe nur noch gebrüllt. Zwei Jahre später folgt ein nächster Besuch. Als wir das zweite Mal dann gegangen sind, haben wir ganz bewusst ein Hilfswerk besuchen, das mit Kindern arbeitet, die total in den Slums leben. Und das hat uns nicht nur einen Einblick gegeben, aber auch ein grosses Herz und eine Leidenschaft. Den Menschen, die so benachteiligt sind, dass wir ihnen helfen könnten. An diesem Abend sage ich zu den Kindern, was halten die davon, wenn wir hier nach Kambodscha kommen, hier Kirche gründen und diesen Menschen hier helfen. Und die sind explodiert von Freude. Und wir waren so schockiert, Zopal und ich, und gesagt, was läuft jetzt? Auf dem Weg dann zurück ins Guesthouse haben wir aber uns entschieden. Und genau ein Jahr später sind wir dann gelandet in Kambodscha. 2013 wandert die Familie aus und gründet die Kirche ICF Cambodia, ein Hilfswerk und ein Business in Siam Reap. Ich bin reifer geworden durch das, dass ich viel mehr gesehen habe auf der Welt wie andere. Ich kenne die ärmste Armut, aber auch die reichsten Leute. Und ich kenne alles dazwischen. Aber in all dem innen fühle ich mich schon als ein geistliches Mami für eine Generation in Kambodscha, für junge Menschen, die keine Stimme haben und ich meine Stimme erheben kann. Ich fühle mich eigentlich als ganz normale Frau, die aber an einen außergewöhnlichen Gott glauben tut.
Sopal bedeutet gute Ernte. Und das nehme ich einfach über mein Leben an. Das ist eine Verheißung, gute Ernte. Das liebe ich.